Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die A Star Is Born Limited Soundtrack Collection. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. A Star Is Born in der Limited Edition Soundtrack Collection, so nennt sich das Ganze, am 21. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Soundtrack. Jawohl, wir haben hier eine schwarze Box. Das Ganze mit goldenem Aufdruck. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So, das bietet sich hier an. Einmal hier seitlich die Schweißnaht. So. Auf der Rückseite der Folie haben wir auch noch einen Sticker gehabt. Der ist hier. Und hier sehen wir den Boxinhalt einmal so aufgezeigt. Jawohl. A Star Is Born Limited Edition Soundtrack Collection. Darunter ein Barcode. Und dann haben wir hier im Überblick den ganzen Boxinhalt abfotografiert. Sehr schön. Der Film ist ja schon etwas länger draußen. 2018 kam der raus. A Star Is Born hat ja ziemlich viel erreicht und sehr viele Preise abgeräumt. Und anlässlich diesen Films gibt es natürlich auch den Soundtrack in verschiedenen Varianten und unter anderem ist er eben in dieser Box, in dieser limitierten Edition erschienen. Jawohl, die Box ist echt schwer, von allen Seiten in so einem matten Schwarz gehalten und auf der Rückseite ebenfalls in matt Schwarz, also hier ist wirklich alles in Schwarz bis auf die Oberseite, die ja zusätzlich zu dem matten Schwarz auch noch diesen goldenen Schriftzug A Star Is Born. Dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Bedeutet, er geht hier nicht zu klappen, sondern wirklich komplett runter. Von innen schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die beiden Hauptdarsteller des Films, Bradley Cooper und Lady Gaga. Das Ganze ist hier eine Vinyl, ein Doppelvinyl in dem Fall. Muss man mal schauen, wie wir die am besten, ja doch, es geht, rausbekommen. Also Doppelvinyl zum Soundtrack. Und dann haben wir, das habe ich auch noch nie gesehen, diverse Elemente hier auch wieder in Schwarz. Also wir haben hier wie so einen Briefumschlag. Dann haben wir hier rechts ein Element, das ist allerdings leer. Also das ist einfach nur, damit das entsprechend in Form ist. Dann haben wir hier unten auch nochmal rauszunehmen. Das sieht mir nach einem Büchlein aus. Jawohl, dürfte ein Buch sein. So, dann kommt noch die CD zum Vorschein. Und ansonsten, jawohl, die ganzen Ebenen sind natürlich auch abnehmbar. So sieht das dann aus. Okay, also hier unten dann nichts mehr weiter zu finden. Bedeutet, wir haben den ganzen Inhalt jetzt schon mal ausgeräumt. Aber rein so von der Gestaltung des Innenlebens der Box, muss ich sagen, ist das echt sehr gelungen. Und wirkt sehr schön alles aufgeräumt. Wir machen die Box wieder zu und widmen uns dem Inhalt. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal das Album. Das Buch machen wir mal zur Seite. Und dieses Album haben wir hier in zwei Varianten. Einmal natürlich so und einmal in der Vinyl Edition. Wir widmen uns erstmal der CD. Die Vinyl geht noch zur Seite. So, also, was lesen wir hier? Featuring original music from Lady Gaga und Bradley Cooper. So, dann machen wir auch hier mal die Folie ab. Okay, hier oben haben wir auch noch was. Einen Aufkleber hier mit der Produktbeschreibung und einem Barcode. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann schneiden wir mal hier rein. Und schauen uns das Ganze an. Ich habe den Film gesehen. Zwar erst vor ein paar Monaten, spät aber doch, aber ich habe ihn gesehen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich kann ihn echt nur empfehlen. Ah, okay, dieser Sticker war gar nicht auf der Folie, der ist hier oben. Ich verstehe, das ist scheinbar... Ah, okay, das funktioniert hier wie so ein Siegel. Das ist hier oben nochmal mit diesem Sticker versiegelt. Werden wir mal schauen. So, ob das jetzt aufgeht. Jawohl.
Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an. Wir haben hier den Hauptdarsteller Bradley Cooper, der ja diesen Country-Musiker, diesen erfolgreichen Musiker in dem Film spielt, Jackson Maine. Und dann haben wir zu seiner Rechten Lady Gaga, die spielt in dem Film dieses junge Nachwuchstalent, das von ihm entdeckt wird. Die nennt sich Ellie. So, das Ganze kommt in einem regulären Schulcase. Hier lesen wir A Star is Born Soundtrack. Auf der Seite lesen wir auch wieder A Star is Born Soundtrack Interscope Records. Und auf der Rückseite haben wir die beiden wieder zu sehen. Er am Klavier, sie daneben am Singen. Die Tracklist ist sehr umfangreich. Wir haben hier tatsächlich 34 Tracks. Das ist eine unfassbare Menge. Und natürlich haben wir diverse Tracks auch doppelt in verschiedenen Variationen. Also zum Beispiel hier der letzte Track, I'll Never Love Again, einmal in der Filmversion und einmal in der Extended-Version. So, die Beteiligten plus Barcode, dann schauen wir mal hinein. Erst kommen wir zum Booklet. Das sieht so aus. Also, wir haben hier diverse Fotos der beiden Darsteller. Dann haben wir hier die einzelnen Credits zu den Tracks. Wer hat das Ganze hier gemacht? Also wer hat den Text geschrieben? Wer hat das gesungen? Und so weiter und so weiter. Das kann man ja alles nachlesen. Also jede Menge Text. Aber ist ja auch klar, bei so vielen Tracks gibt es auch eine Menge Credits dann zu schreiben. Und hier dann auch nochmal die Credits zum Album. Also, sowohl Fotos als auch jede Menge Textinfos sind hier mit drin. Die CD sieht dann so aus, in Schwarz-Gold und Weiß. Und auf der Rückseite wieder die beiden zu sehen. Sieht so aus, als würden sie sich gerade in den Arm nehmen. So, das ist das Album an sich, also in der CD-Variante. In der Vinyl-Variante sieht das Ganze dann so aus. Auch hier haben wir wieder einen Sticker hier oben, und zwar lesen wir hier 2 LP Set, The Complete Musical Experience Including Movie Dialogue plus 10 Photo Prints. Also hier ist auch noch zusätzlich was drin. Das hier ist ein, ja, oh ja, natürlich ein Gatefold zum Aufklappen, bedeutet wir schneiden auch hier wieder rein und schauen uns das Ganze an. So, gar nicht so einfach. Mit einer Hand, aber mit zwei Händen geht das dann doch. So, wir haben hier wieder das Cover, das wir auch schon von der CD-Variante kennen. Die beiden hier wieder am Texten und am Gitarre spielen. Auf der Seite, ups, da kommt uns schon der Inhalt entgegen. Auf der Seite lesen wir dann hier wieder A Star is Born Soundtrack Interscope Records. Unten links gibt es dann auch noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und auf der Rückseite dann wieder das Foto, kennen wir ja schon von der CD-Variante. Und hier haben wir dann auch wieder die 34 Tracks auf die Doppelvinyl aufgeteilt, also auf A, B, C und D-Seite, Beteiligte plus Barcode. So, dann schauen wir mal ins Innenleben. Jawohl, auf der linken Seite haben wir groß Bradley Cooper. Auf der rechten Seite groß Lady Gaga. Und dann haben wir hier diverse Inhalte. Wir haben hier einmal Vinyl Nummer 1. Aber hier ist noch deutlich mehr drin. Denn wir haben hier auch noch diverse Fotokarten. Ich glaube, die erste Tasche ist jetzt leer. Dann kommen wir zur zweiten. Hier haben wir Vinyl Nummer 2. Und Infos plus. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da alle zu erwischen. Da ist echt eine Menge drin, aber jetzt haben wir es. So, dann können wir die Vinyl mal zur Seite geben und schauen uns mal an, was wir hier alles haben. Also die Fotokarten werde ich jetzt nochmal kurz zur Seite legen. Und dann kommen wir zuerst mal zu den Vinyls. Also, Vinyl Nummer 1 kommt hier in einer Hülle, auf der wir wieder den Hauptdarsteller sehen, Jackson Maine, also Bradley Cooper. Auf der Rückseite in Aktion hier am Gitarre spielen. Er ist ja so ein Country-Music-Sänger, aber auch Gitarrist natürlich.
So sieht die Vinyl aus. Das ist die B-Seite. In Gold ist das Ganze eingefärbt. In der Mitte in Schwarz. Dann das die A-Seite. Also es freut mich schon mal sehr, dass man das hier entsprechend eingefärbt hat. Passend zu dem ganzen Artwork in Gold. Und nicht einfach nur glatt in Schwarz gelassen hat. Und dann haben wir Vinyl Nummer 2. Auf dieser haben wir Lady Gaga abgebildet. Einmal hier in so einer Bluse. Und einmal hier das Gesicht in Nahaufnahme. Hier dürfte sie gerade weinen. So, dann schauen wir uns die Vinyl an. Auch diese hier wieder natürlich in Gold. So sieht das aus. Das ist die D-Seite und das dann die C-Seite. Sehr schön. Dann packen wir auch das hier wieder zurück. Und zusätzlich zu diesen beiden Vinyls waren ja noch diverse andere Sachen hier mit drin. Und zwar haben wir hier einmal diesen großen Übersichtsbogen hier über die Credits. Also hier haben wir nochmal alles im Detail aufgeschlüsselt, wer woran wie beteiligt war. Das ist echt eine Menge. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein Foto. So sieht das aus. Diverse Damen hier abgebildet. Jawohl. So, dann haben wir Fotokarten mit dabei. Die sind hier bei der Vinyl beigelegen. Einmal, Rückseite ist weiß. Dann hier Lady Gaga, da war sie, glaube ich, noch in dieser Travestie-Show. Dann haben wir hier einmal Bradley Cooper. Die beiden zusammen. Das Foto haben wir auch bei der CD gehabt. Dann hier beide im Duett. Dann ausnahmsweise mal im Hochformat. Jackson Maine alleine. Lady Gaga alleine. Nochmals Lady Gaga. Und dann nochmal beide. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, waren es 10 Stück. Wir schauen nochmal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, 10 Stück. Sowohl im Hochformat als auch im Querformat. Und dann haben wir noch diesen Inhalt hier. Diesen Umschlag. Da schauen wir mal rein. Das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr schön verpackt. Wow, okay. Das holen wir uns mal hier raus. Und dann machen wir das hier wieder zu. Verschließen das Ganze wieder. Ich würde jetzt nur kurz noch interessieren. Ja, okay, ist auf beiden Seiten schwarz, okay. So, und was haben wir hier drin? Wir haben hier scheinbar noch weitere solche Drucke, also solche Fotos, wie wir sie gerade schon hatten. Einmal das hier. Dann hier Lady Gaga. Nochmals. Dann hier am Singen. Im Duett. Okay. Ah, das ist Dave Chappelle, wenn ich mich nicht irre, der ja auch mitgespielt hat. Dann die beiden hier nah beisammen. Lady Gaga am Klavier. Das ist, glaube ich, sein älterer Bruder gewesen, der auch eine Zeit lang sein Management und so gemacht hat. Und dann hier wieder beide zusammen. Also auch hier wieder 10 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Auch hier wieder sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Sehr schöne Bilder mit dabei. So, dann haben wir einmal den Hauptdarsteller Jackson Maine hier mit Gitarre auf diesem Barhocker sitzend. Sieht auch so nach Fotoshooting aus hinter den Kulissen. Jawohl. Und dasselbe natürlich auch noch für Ellie. Hier auch nochmal eine Einzelaufnahme von ihr. Hier lesen wir dann sogar elliemusic.com. Und wer das Foto gemacht hat, also hier unten rechts dann die Credits des Fotos.
Die haben wir natürlich hier bei Jackson Maine auch noch dabei. Hier zur Info. So, dann haben wir mit dabei Notenblätter und Songtexte. Also, was haben wir hier? Maybe It's Time, Lead Sheet. A Star Is Born, written by Jason Isbell. Okay. Also, das sind dann so diverse Sheets. Das sind ja Zettel, Papierbögen. Und auf diesen haben wir dann bekannte Lieder des Films. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten. Shallow. Okay. Dann Always Remember Us This Way. Und mit Hilfe dieser Lead Sheets kann man dann natürlich das Ganze nachsingen mit den Lyrics oder auch einfach nachspielen anhand der Noten. Dann haben wir Poster mit dabei, die natürlich auch aus dem Film stammen könnten. Wir haben hier einmal ein Poster zu Jackson Maine, Louisville, Kentucky, with special guests, May 15, 2009. Da ist er aufgetreten. Dann haben wir eines von Nashville im Hochformat. Jackson Maine, Nashville, February the 20th, 2010. Dann einmal Ellie, die wir hier haben, in Farbe, im Querformat. Ein weiteres Poster mit den beiden zusammen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eines der bekanntesten Bilder des Films. Sie zusammen am Klavier, schwarz-weiß und im Hochformat. Und ein letztes Poster, auch nochmal beide hier, wo sie sich gerade umarmen. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5 Poster insgesamt. Wie gesagt, sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Die Notenblätter, das haben wir schon, die Zettel auch. Okay, dann bleibt uns noch ein Inhalt. Das ist dieser hier. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein gebundenes Buch in Schwarz. Ist wirklich auf beiden Seiten so glatt schwarz. Hier steht nichts drauf. Schauen wir mal, ob wir über die richtige Seite haben. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier einen Zettel. Und es dürfte das Notizbuch oder das private Buch von Ellie sein. Denn wir lesen hier in der Mitte. If lost, please return to Ellie. Und dann haben wir hier einen Zettel. Das sieht echt aus nach handgeschrieben. Und das Ganze wurde hier dann entsprechend kopiert. Also hier haben wir eine Textskizze von Ellie. Könnt ihr natürlich an dieser Stelle kurz anhalten und euch durchlesen. Auf der Rückseite sieht das so aus. So ein klassisch aus einem Ringblock gerissenes Papier. Hier mit Korrekturrand sogar. Und das Buch an sich ist in so einem Ledereinband. Und dann schauen wir mal rein. Okay, also wir haben hier dieses Notizbuch, das man dann natürlich selber befüllen kann. Also, die ganzen Seiten sind blank. Man kann hier was reinschreiben. Ich schaue jetzt nochmal kurz, ob am Ende noch was kommt. Nein. Also, es ist ein gebundenes Notizbuch. Hier eben mit diesem Ellie-Vermerk auf der ersten Seite. Aber ansonsten ist es hier wirklich komplett leer. Und natürlich dann euch überlassen, wie ihr das Ganze nutzt. Ja, sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Notizbuch inklusive dieser handgeschriebenen Textskizze von Ellie. Dann haben wir mit dabei, ist gar nicht so einfach, das Ganze hier zusammenzusuchen. Einmal diesen großen schwarzen Umschlag hier. Wir haben 10 Stück dieser Fotodrucke, sowohl im Querformat als auch im Hochformat. Dann die beiden Hochglanzdrucke hier der beiden Darsteller. Einmal Ellie, einmal Jackson. Die Lead Sheets, also diese Noten- und Textblätter, davon haben wir 4 Stück an der Zahl. Poster gibt es auch jede Menge. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, 5 Poster, sowohl im Quer- als auch im Hochformat.
Dann die Fotos, nochmal diese Fotodrucke hier, Querformat und Hochformat, nochmals 10 Stück. Dann dieses Foto bzw. die Credits, die ja der Vinylbeilagen. Vinyl Nummer 1, Vinyl Nummer 2, dann die Vinyl Edition, das Gatefold zum Aufklappen mit den insgesamt 34 Tracks verteilt auf den beiden Vinyls. Und natürlich das Album an sich, A Star Is Born, der Soundtrack auch noch auf CD mit ebenfalls 34 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, A Star Is Born Limited Edition Soundtrack Collection. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr A Star Is Born unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.